eine Welt einzurichten, die für alle Menschen lebbar ist, eine Welt einzurichten, die nicht die Welt zerstört, sondern tatsächlich eine Lebbarkeit herstellt. Das ist eines der Versprechen, die vom Radio leider nicht eingelöst wurden. Also weil die Kräfteverhältnisse in den 20er Jahren eben noch nicht so waren und es tatsächlich auch davor eine Reihe von Niederlagen gab, die das einfach verunmöglicht hat. Ihr hört Sender Neues Frankfurt. Wir senden live aus der Römerstadt für die Römerstadt. Ein neuer Tag hat begonnen. It's a new day. Es ist Zeit für eine kurze Morgengymnastik. Seid ihr alle bereit? Dann fangen wir mal an. Falls ihr sitzen solltet, steht doch mal kurz auf. Gut. Jetzt streckt und regelt euch. Macht euch ganz lang. Fertig? Dann schließt jetzt die Augen und atmet ganz tief ein und wieder aus. Ein und aus. Und zuletzt wollen wir den Tag begrüßen mit einem fröhlichen Guten Morgen, Römerstadt! Guten Morgen, Römerstadt! Guten Morgen! Guten Morgen, Römerstadt! Guten Morgen, Römerstadt! Guten Morgen, Römerstadt! Sehr gut. Das ist übrigens das Interessante, dass man eigentlich, aber das ist jetzt auch nochmal so ein 20er, 30er Jahre Diskurs, dass eigentlich die damaligen Parteiapparate, also ganz besonders der kommunistische Parteiapparat in der Sowjetunion und Leute wie Lukács eben ganz stark versucht haben, eigentlich mit den Apparaten dann auch die Leute über die Produktion unter Kontrolle zu bringen. Also tatsächlich, also die ganzen 5-Jahres-Pläne und so zeugen ja davon. Und jemand wie Brecht sozusagen vom Radio herkommt, glaube ich, sehr, sehr früh erkannt hat, dass das eine eigentliche Produktion, also im strengen Sinne, dass etwas entsteht, von dem man vorher nicht wusste, dass es entstehen kann, dass das eben unkontrollierbar sein muss. Und dass das eigentlich das Radio eines sozusagen wie so ein beispielgebender Apparat ist, mit dem genau diese Form von Produktion in Gang gesetzt werden kann und damit natürlich ganz andere Ökonomien, ganz andere gesellschaftliche Situationen vorstellbar werden. Ihr hört Sender Neues Frankfurt, ich bin Ole Frahm und stay tuned. In unserer beliebten Sendereihe Geschichte der Rundfunkpiraterie erzählt heute ein Herr, der lieber anonym bleiben möchte, von den Abenteuern seiner Kindheit in der Nachkriegszeit der Römerstadt. Wir mussten 1945 die Wohnung verlassen und sind 1950 wieder zurückgekommen. Und was haben wir gemacht? Naja, dann haben wir als Kinder natürlich gespielt. Meine Mutter, die hat mir da so ein paar Kopfhörer besorgt. Diese Kopfhörer, das waren ja so Riesendinger. Also wenn das hier so der Bügel ist und hier ist die Muschel dran und dann, ja, dann ging das hier so weiter. So, der Bügel hier, die Kopfhörer. Das war jetzt die eine Station, das ist die andere. Weil wir wollten intern so eine Art Telefon machen. Und wenn man jetzt in eine Muschel hier reingesprochen hat, dann hat der andere das gehört. Ohne Strom ging das, ohne Strom. Ich wusste das, dass es dann Drahtfunk gab. Und dann haben wir dann in den einzelnen Kellern, die waren ja nicht immer abgeschlossen, und da haben wir dann gesucht, wo die Drähte entlang gingen. Da war an jeder, ich mache das jetzt mal auf ein anderes Papier auf, Kellertür von innen gesehen, war dann hier meistens eine Verteilerdose. Und hier war der Draht unterbrochen. Sind wir dann da rein, haben das überbrückt, haben die Tür schnell wieder zugemacht und irgendwann hatten wir unsere komplette Leitung. Dann haben wir ans Bett gestellt, eine Antenne dran gemacht. Ich hatte einen Detektor gehabt, das ist also ein Kästchen gewesen und hier ist so ein Kristall drauf gewesen. Den konnte man hier bewegen. Wenn man den jetzt bewegt hat, konnte man also durch geschicktes Hin und Her auf einmal den amerikanischen Sender hören. AFN. Und wir haben dann mehrere Kopfhörer da dran gemacht und irgendeiner hat dann angerufen und hat gesagt, hallo, hallo. Und dann hat man da Radio gehört, ja, im Bett mit der Antenne unten im Bett waren halt da so Draht, Sprungrahmen. Ja, war ein wunderbarer Empfang gewesen. Und jetzt der nächste Song. Hier, das ist für euch, Hunde in der Stadt. Spitzt die Ohren für 11:45. Thank you.
Hier ist der Sender Neues Frankfurt mit den Lokalnachrichten. Die heute Morgen auf der Bastion im Burgfeld installierte Bank ist verschwunden. Das waren die Nachrichten. Und wir schalten jetzt live in die Probe des Peggy-Theuer-Ensembles. Hallo Sender, Neues Frankfurt. Wir sind das Peggy-Theuer-Ensemble und wir bereiten gerade unser neues Kabarettprogramm vor. Der Arbeitstitel lautet im Augenblick für heute Bauhaus tanzt Charleston. Können Sie auch schon wieder ändern morgen, aber für heute steht der Titel einmal so. Heutzutage braucht niemand mehr eine Küche. 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 Die Reichen gehen jetzt zum Sternrestaurant. Und essen von riesigen Tellern möglichst wenig Kalorien. Dafür möglichst bunt. Die Geschäftsleute gehen zu Geschäftsessen. Geschäftsessen. Dass sie von der Steuer absetzen können. Dann haben wir noch die Alten, die das Essen auf Rädern bekommen. Und die Jungdynamischen. 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 Die haben den Thermomix. 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 Da brauchen sie nur einen halben Quadratmeter Küche. Mein Handy braucht weniger. Da sind lauter Fremdwörter drin. Wie soll ich das lesen? Kannst du es ein bisschen ernster machen? Das Prekariat kauft Tiefkühlkost und macht sie in der Mikrowelle warm. Ja, die Künstler, die hungern es leider. Ne? Wusch, Tiefkühlkost. Aber früher, in den 20er Jahren, da hat man auch selber gekocht. Um die Arbeitsgänge zu verkürzen, hat Margarete Schütte-Lihotzky. Können wir das nochmal versuchen? Margarete Schütte-Lihotzky. Margarete Schütte-Lihotzky. Die Frankfurter Küche erfunden. Den Urtypen der modernen Küche. Einbauküche. Was ist denn schon wieder eine Einbauküche? Es ging darum, dass die Arbeitsgänge verkürzt wurden. Arbeitsoptimierung finde ich das schönere Wort hier. Es ging ihr um Arbeitsoptimierung. Küche auf minimalem Raum. 1,9 mal 3,4 Quadratmeter. Das mit den Quadratmetern verstehe ich nicht, das lasse ich mal weg. Entweder 1,9 Meter mal 3,4 Meter macht dann auch wieder Quadratmeter m hoch 2 oder 1,9 mal 3,4 m hoch 2 oder qm. Unnötige Bewegungen und Handgriffe sollten vermieden werden. Die Frau sollte weniger Zeit in der Küche verbringen, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Also mir hat jemand erzählt, sie sollte mehr Zeit für die Arbeit haben, die Erwerbsarbeit. Warum? Warum der ganze Aufriss? Warum nicht gleich den Mann in die Küche stellen? Hm? Aber die Idee, die Arbeitsplatte vor dem Fenster zu installieren, ist genial. Perfekt. Reicht.